Johannes Mario Simmel. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Ein Buch, das Millionen in seinen Bann schlug. Jetzt als Film. Karla! Karla! Dieser Film schildert Tatsachen. Vorgänge, die vertuscht werden sollten. Ereignisse, von denen die wenigsten etwas ahnen. Johannes Mario Simmel leuchtet hinter die Kulissen unserer Gegenwart. Und nochmal! Mit Journalisten haben wir nichts zu tun, entschuldigen Sie. Lassen Sie diesen Unsinn. Sonst müsste ich grob werden. Also, was wollen Sie? Ich muss Sie warnen. Wie meinen Sie das? Was? Sie haben eben von einem Kind gesprochen. Ich? Mhm. Da müssen Sie sich aber verhört haben. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Außer mir und Herrn Michelsen wohnt hier niemand. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie lügen, sobald Sie den Mund aufmachen. Genau. Aber Fräulein Luise, was machen Sie denn schon wieder? Sie können doch nicht mitten in der Nacht im Moor rumlatschen. Ein falscher Schritt und schon ist es passiert. Woher wissen Sie, dass ich das gerade lese? Der Stoff, aus dem die Träume sind, führt nach Hamburg, Frankfurt, nach Helsinki und nach New York. Der Stoff, aus dem die Träume sind, von Alfred Vohrer verfilmt, mit einem Aufgebot großartiger Darsteller. Lubitsch-Preisträger Herbert Fleischmann. Hannelore Elsner, Preisträgerin der Goldenen Kamera. Bundesfilmpreisträger Malte Thorsten. Edith Herdegen, Arno Assmann, Paul Edwin Roth, Klaus Schwarzkopf, Heidi Stroh, Friedrich Georg Beckhaus, Günter Mack, Walter Buschhoff, Charles Renier und zum ersten Mal im Film Paul Neuhaus. Du bist es, ich weiß es. Schön, dass wenigstens einer weiß, wer ich bin. Du bist nicht mit Bielka verlobt. In Wirklichkeit hast du den Auftrag, ihn aufzustöbern und das Messer zu liefern. Karle! Karle! Still bleiben! Still bleiben! Wir haben ihm gesagt, er soll nach Hamburg kommen und Sie daran hindern, über seinen Bruder Jan zu schreiben. Sonst töten Sie ihn. Leichenwagen. Ja, hier fahren ununterbrochen diese Leichenwagen. Sehen Sie, doch, schon wieder. Und wer ist der Tote? Ich. Ohne sich dagegen wehren zu können, werden Menschen zu Schachfiguren in einem internationalen Skandal, der niemals hätte bekannt werden dürfen. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Von Johannes Mario Simmel.